Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist schon 10 vor 3. Ich bin heute ein bisschen länger in der Arbeit geblieben. Wie bereits angekündigt, habe ich ja Urlaubsvertretung. Mache ich Urlaubsvertretung für meine Kollegin? Oh, verdammt, Kaffee ist immer noch leer. Ich bin jetzt auch nur ungefähr 1,5 Stunden zu Hause. Dann muss ich schon wieder los. Ich möchte einkaufen. Kaffee, Bohnen. Die sind leider leer. Dann habe ich überlegt, ob ich noch kurz in die Waschanlage fahre mit dem Auto von meinem Mann. Weil normalerweise mache ich das, würde ich das nicht unbedingt machen, aber da hat ein Vogel drauf gekackt und zwar ziemlich übel. Und ich glaube, gehört zu haben oder zu wissen, dass das nicht so gut für den Lack ist. Ich glaube, das ist zwar schon eine Weile drauf, aber man muss es ja nicht übertreiben. Also würde ich kurz in die Waschanlage gehen. Also nicht nur ein bisschen drauf gekackt, sondern so richtig. Und ich benutze das Auto morgen eh und dann ist es morgen gleich sauber. Zumindest von außen. Auf der anderen Seite schüttelt es total. Das heißt, ich weiß gar nicht, macht das so viel Sinn? Vielleicht mache ich das einfach, wenn ich nach Hause komme. Dass ich dann in die Waschanlage fahre oder morgen früh. Mal schauen. Ach, muss ich mir überlegen. Aber auf jeden Fall muss ich Kaffee kaufen. Ich habe meinen Kaffee mehr schon seit 2 Tagen. Und dann fahre ich zu Ikea und treffe mich mit meiner Freundin Vicky dort. Sie ist ja erst vor kurzem hierher gezogen und muss noch ein paar Sachen besorgen und deswegen dachte ich, ich gehe mal mit, weil ich habe schon länger Lust zu Ikea zu fahren. Und wenn sie geht, dann dachte ich, komme ich schon mal mit. Ansonsten, ich mache mir gerade Essen in der Mikrowelle und zwar habe ich das gestern Abend gekocht. Ich habe gestern Nachmittag ein bisschen gevloggt, aber nicht wirklich, sondern nur so Momentaufnahmen. Die seht ihr jetzt. Von diesem Essen, die Hälfte ist jetzt in der Mikro. Ich habe zwar in der Arbeit heute Mittag schon eine Breze gegessen, weil ein Arbeitskollege von mir Geburtstag hatte und was mitgebracht hat, aber trotzdem reicht mir das nicht bis heute Abend, weil wenn wir jetzt zu Ikea fahren, bleiben wir bestimmt bis 8, bis ich zu Hause bin, ist 9, das ist mir dann echt ein bisschen zu spät. Deswegen mache ich mir das noch warm, setze mich kurz vor den Fernseher, esse es in Ruhe und dann schauen wir mal weiter. Oh, ich muss das Video hochladen für heute. Das muss ich jetzt sofort machen. Auf der Stelle. Ach so, Gassi gehen könnte ich dann auch noch mal. Also, genug zu tun. So, der Vlog lädt hoch. Noch 22 Minuten. Bin ja mal gespannt. Ich habe so einen lustigen Videotitel gewählt. Ohne recht viel Kontext. Das könnte jetzt belohnt oder bestraft werden von der Community. Mal schauen. Normalerweise, wenn ich so lustige Titel den Videos gebe, wo man nicht gleich erkennt, worum es geht, also wo quasi nicht ersichtlich ist, was jetzt eigentlich in dem Video passiert, dann wird es meistens nicht so gut geguckt, aber ich fand es trotzdem witzig. Und deswegen dachte ich, ich mache es einfach mal. Ist ja auch im Endeffekt egal. Okay, also mein Essen, glaube ich, ist es wieder kalt, kann ich gleich nochmal anschalten. Oh, scheiße. Und dann, glaube ich, schreibe ich mir auch mal eine Liste in mein Handy, was ich jetzt noch alles machen muss. Ich muss auch meine Kamera aufladen, oh, das ist ganz wichtig. Morgen ist die Beerdigung von meinem Opa. Meine Oma hat mich gebeten, Fotos zu machen und dafür muss ich meinen Kameraakku noch aufladen.
ich habe jetzt gegessen und ich habe noch einen Fun Fact für euch. Heute ist mein YouTube-Geburtstag. Genau heute, vor 6 Jahren, habe ich mein allererstes YouTube-Video hochgeladen. Witzig, oder? Also, YouTube kommt quasi heute in die Schule. Ja. Eigentlich wollte ich gerne wissen, wie viele Videos ich insgesamt hochgeladen habe. Und früher, bevor die Ansicht von YouTube überarbeitet wurde, hat man die Gesamtzahl der Videos auch gesehen. Ich bin relativ nah an der 1000, aber jetzt wurde die Ansicht überarbeitet und jetzt gibt es nicht mehr die Gesamtzahl leider. Ist ein bisschen doof. Jetzt muss ich alle Seiten nach hinten blättern, um dann die Summe zu sehen. Aber anscheinend habe ich sogar schon 1000. Ups, da habe ich wohl die 1000 verpasst, was? 999. Wow, das wäre krass. Dann wäre das am Mittwoch mein 1000. Video gewesen. Das wäre krass. Also ich habe es nochmal überprüft und es stimmt. Es ist tatsächlich morgen am... Also das Video, was ich als nächstes hochlade, das wird das Mittwochsvideo sein, was ihr am 22. seht. Das ist das, wo ich am Samstag mal in der Stadt war und meinen Mann zum Flughafen gefahren habe. Das ist mein 1000. Video, was ich auf YouTube hochgeladen habe. Krass, oder? 1000 Videos, 1000. Nicht 100, 1000. Nicht 500, 1000. Soll ich es nochmal sagen? 1000. Boah, das ist heftig. Das ist heftig. Gibt es überhaupt jemanden, der so viele Videos hochgeladen hat? Ich zeige es euch nochmal. Also hier unten, das ist mein allererstes YouTube-Video, was ich jemals hochgeladen habe. Das war ein DM und Amazon und Kiko Haul. Hallo ihr Lieben, das hier ist mein erstes Video in meinem neuen Lifestyle mit V und Beauty-Kanal. Am 21.05.2013 und heute ist der 21.05.2019 und das hat 11 Kommentare, das haben 1127 Leute gesehen. Ja, also wenn ihr mich mal so richtig peinlich sehen wollt, wenn ihr auf meinen Kanal geht, auf Videos, dann könnt ihr ja hier sortieren nach und dann Älteste zuerst. Und dann seht ihr die hier oben. Oh, scheiße. Ich habe mal versucht, ob ich das über Social Blade rausfinden kann, aber kann ich leider nicht. Hier zeigt es an, dass nur 758 Uploads sind. Aber das liegt daran, dass ich meine ganzen alten Daily Vlogs offline genommen habe. Also meine ganzen alten, bevor ich gearbeitet habe, alle Daily Vlogs habe ich offline genommen. Das kann man auch hier zum Beispiel sehen. Ah, das habe ich offline genommen zum Beispiel. Okay, die sind aber alle noch öffentlich. Hier eine irgendeins Review habe ich offline genommen. Da habe ich was offline genommen. Vlog. Also die meisten habe ich tatsächlich, also nicht die meisten, aber alle Vlogs habe ich offline genommen. Aber die ganzen Beauty-Videos und so, die gibt es alle noch. Und hier, das sind jetzt quasi das Video Nummer 951 bis 999, weil wenn ich jetzt nämlich eine Seite weitergehe, habe ich hier die Videos 901 bis 950. Also, boah, das ist gerade so ein Zufall und wenn ich jetzt hier markiere, dann zeigt das mir an, dass ich hier 49 Videos ausgewählt habe auf dieser Seite. Also das stimmt schon, das ist tatsächlich, oh mein Gott, das ist mein 1000. Video, ich flipp aus. Das ist so ein Zufall. Ich hatte das eigentlich die ganze Zeit im Blick und dann haben sie dieses blöde YouTube-Studio, also diese Ansicht, die ihr gerade seht, das ist, wenn man halt YouTuber ist. Da kann man quasi alle seine Videos und so im Überblick sehen. Und die haben die Ansicht geändert und früher sah die Ansicht anders aus und dann konnte man genau die Anzahl der Videos sehen, aber das kann man jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich das so machen. Ich muss es fotografieren, bevor ich es wieder wegklicke, weil ich muss jetzt echt lang zurückblättern, bis ich auf diese Seite gekommen bin. Wie viele Seite waren das jetzt? Weiß man das? Nee, ne? Kann man nicht sehen. 10 wahrscheinlich, oder? Nein, 20. Es sind immer 50 auf einer Seite eigentlich. Heutige Videofrage, Leute. Mein Hund. Was? Deutschrap. Ich bin gerade auf dem Deutschrap-Trip.
seit ich Shirin David entdeckt habe. Und ich habe schon seit 2 Tagen Bowie Coupé Ohrwurm von Bowser. Ich glaube, das ist relativ neu, dass sie. Seitdem ist mir aufgefallen, es geht immer nur um 3 Sachen. Es geht um Sex, es geht um Geld und es geht um Mercedes. Also es fällt mir noch mehr auf, seit ich ja jetzt auch Mercedes fahre. Und wenn ich dann mitsinge und einfach in jedem Lied kommt Mercedes vor. Es geht einfach in jedem Lied darum, dass man eine Mercedes fährt. Was ein bisschen lustig ist. So, ich hätte gerne Tipps von denen von euch, die Deutschrap gerne hören. Egal ob alt oder neu, weil auch die alten Lieder kenne ich wahrscheinlich nicht. Ich mag gerne Ohrwürmer. Also wenn ihr ein Deutschrap-Lied kennt, dass es ein Ohrwurm ist, dann würde es mir wahrscheinlich gefallen. Und ich bevorzuge Lieder, die jetzt nicht so extrem frauenfeindlich sind. Das ist nicht so einfach zu finden. Also selbst die Lieder, die ich jetzt gerade höre, sind, also außer das von Shirin David natürlich, aber von Bowser und noch irgend sowas. Das andere Lied, was ich die ganze Zeit höre, heißt Affalterbach, glaube ich, oder Affaltenbach. Ich glaube, Affalterbach ist auch minimal frauenfeindlich. Naja, nicht so schlimm. Ich glaube, nur einen Satz oder so, aber dennoch. Ich hätte gerne eins, was gar nicht frauenfeindlich ist, was ich also ohne schlechtes Gewissen mitsingen kann. Könnt ihr nicht einfach mal normal sein, Männer? Ich meine, daheim hat auch eh die Frau die Hosen an. Könnte ich wetten. Jetzt habe ich es auch mal in meine Jeans geschafft. Freizeitoutfit. So, ich hatte Bock auf meine Kuhstiefel. Deswegen, ja, und wie gesagt, wir gehen ja zu Ikea, also bequeme Sachen. Ich ziehe jetzt bloß eine Lederjacke drüber, weil wir eh hauptsächlich drin sein werden. Vorher gehe ich jetzt nochmal um den Block. Dann fahre ich los. Ich glaube, Waschanlage spare ich mir, weil es schüttet. Das mache ich dann morgen. Aber Kaffee brauche ich auf jeden Fall. Das werde ich noch auf dem Weg kaufen. Und wir gehen vorher nochmal um den Block. So, ob ich ein bisschen dumm bin und mir nichts zu trinken mitgenommen habe? Ja. Ob ich mir Fruchtiger gekauft habe? Ja. Und Kaffee. Bin jetzt noch schnell in den DM, weil ich befürchtet habe, dass beim Rewe wahrscheinlich ziemlich viel los sein wird. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie Fruchtiger getrunken. Warte mal. Da muss irgendwie anders gehen. Ist anscheinend noch nicht offen. Oh Mann, das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mal aufmachen mit meinen scheiß Fingernägeln. Verdurstet wegen Nägeln. Das hätten wir. Ah nee, okay, es ging doch ganz einfach. Das hätten wir. Auf zu Ikea. Ich habe auf Instagram gepostet, dass heute mein YouTube-Geburtstag ist und so viele von euch haben so süß kommentiert, seit wann sie dabei sind und so. Und ich finde es voll krass, wie lange teilweise mich schon schaut irgendwie. Ich meine, ja, irgendwo auch klar, weil es gibt einfach Leute, von Anfang an gab es Leute, die mich geguckt haben. Aber trotzdem irgendwie voll verrückt, ey. 1000 Videos, Leute, 1000 Videos. Mega krass, oder? 1000, also ich meine, 100 ist eine Zahl, die kann man so optisch noch sehen halt, ne? Man kann sich vorstellen, 100 Steine, 100 Menschen. Aber 1000 ist schon eine Zahl, das ist schon ein bisschen abstrakter. Also gut, ich muss auch dazu sagen, es ist ja so, dass jeden Tag zwischen 2.000 und 4.000 Leute meine Daily Vlogs gucken. Ich meine, ich bin ja auch nur ein normaler Mensch, so wie ihr, ne? Und wenn ich mir vorstelle, also eigentlich stelle ich es mir nicht vor, und jetzt wo ich es tue, wird es fast ein bisschen gruselig. Aber wenn ich mir vorstelle, 4000 Menschen schauen mir dabei zu, wie ich hier im Auto vor dem Ikea sitze und auf meine Freundin warte. Ist das nicht so random eigentlich? Die Welt ist schon verrückt, oder? Ja. Aber ich bin froh, dass ihr da seid, wirklich, weil ich weiß nicht, jetzt kann ich ja mal ein bisschen quatschen, bis meine Freundin kommt. Es ist einfach, YouTube war das erste Hobby, was ich richtig ernsthaft durchgezogen habe. Also ich habe schon vorher auch Hobbys gehabt, aber mehr so Hobbys, wo meine Mama oder meine Eltern mich so rein erzogen haben. Also Tanzen, Fotografie, Reisen auch und ja auch Malen und so kreative Sachen zeichnen. Da haben meine Eltern mich so rein erzogen, sage ich jetzt mal. Aber das ist jetzt so das erste, wo ich wirklich
von ganz alleine angefangen habe und wo ich auch wirklich dabei geblieben bin. Und als ich angefangen habe, Videos zu machen, war ich, glaube ich, 22. Ich muss nur gerade mal wegschauen, weil mir haben gerade welche eingepackt. Und mit YouTube hat sich mein Leben auch verändert. Also ich bin jetzt ja kein Millionär geworden. Weiß nicht, es kann ja noch werden. Lol. Aber dadurch, dass ich das erste Mal etwas gefunden habe, wo ich wirklich aus eigener Kraft, ohne dass es mir jemand vorschreibt, am Ball bleibe und mir was erarbeite, das hat irgendwie mich erzogen so ein bisschen. Also ja, auch von so einem ziellosen Teenie irgendwie zu einem zielstrebigen Menschen gemacht. Und YouTube gehört einfach so sehr zu meinem Alltag dazu. Ich meine, jetzt, wo ich Daily Vlog ja noch viel mehr. Ich rede zwar nicht so viel drüber mit Freunden oder mit meinem Mann, also wir reden eigentlich kaum über YouTube, aber trotzdem ist es immer präsent hier oben. Lustigerweise hat ein Arbeitskollege von mir mir heute erzählt, dass seine Freundin ein YouTube-Video geguckt hat und er meine Stimme erkannt hat und hat mich dann in der Arbeit angesprochen. So, was, du machst YouTube? Das wusste ich gar nicht. Also, Grüße an euch, falls ihr das jetzt auch guckt. Er hat gesagt, er will jetzt ein bisschen gucken, was ich da so treibe. Also, hallo. Und das ist tatsächlich ein komisches Gefühl, wenn Leute, die man kennt, einen gucken. Das ist tatsächlich komisch. Also diese 4000 Leute, die ich nicht kenne von euch, das ist irgendwie so surreal, dass es nicht komisch ist. Aber diese Leute, die ich kenne, die jetzt, sagen wir mal, nicht mein Mann sind und nicht meine engsten Freunde und nicht meine Eltern und so, das ist schon ein bisschen komisch. Aber ich kann damit leben. Ach, meine Freundin ist da. Gut. Dann gehe ich jetzt mal los. Watch me, just follow every move, touch me, let me know you want it too, don't let what you need. Zurück im Auto. Jetzt geht's wieder nach Hause. Bist du bereit, nach Hause zu fahren, mein Schatz? Ich glaube schon. So, Köttbullar. War geil. Eigentlich wollten wir nicht essen gehen, aber. Also, was heißt eigentlich? Wir hatten es nicht vor. Ah, Mitte. Nee. Ist gerade vorbeigefahren. Oh Mann, jetzt habe ich den Motor angemacht. Jetzt habe ich den Motor wirklich angemacht. Scheiße, Mann. Kann man das nicht irgendwie ausschalten? Oh Mann. Seid ihr schon taub? Ich fahre dann mal. So, zurück zu Hause. Oh, ich muss den Lichtschalter erreichen. Okay. So. IKEA-Haul. Oder wieder was. Tatsächlich alles in diese Tasche hier reinbekommen. Ich habe auch was für meinen Mann und für meinen Hund mitgebracht. Okay, das ist zwar auch für meinen Mann, aber eigentlich nicht das, was ich eigentlich zeigen wollte. Eine neue Pfanne. Die ich gestern zum Kochen benutzt habe, ist nämlich schon wieder ziemlich kaputt, muss ich sagen. Die müsste mal wieder ersetzt werden. Und deswegen dachte ich, kaufe ich mal eine neue Wokpfanne. Jo. Wir kaufen meistens nicht die hochwertigsten Pfannen, weil wir einfach, ja, wie soll ich sagen, nicht so gut drauf aufpassen und die dann eh mal kaputt gehen. Deswegen würde sich das auch nicht lohnen. Ja, deswegen habe ich mal eine neue gekauft, damit wir mal wieder eine von den wahrscheinlich drei kaputten wegtun können. Und irgendwie wurde unser Papiermüll immer noch nicht geholt. Und die Papiertonnen sind jetzt, glaube ich, schon seit anderthalb Wochen voll. Und langsam wird es richtig nervig hier in der Wohnung. Ich muss mal recherchieren, was da abgeht eigentlich. Dann habe ich ja vorhin Kaffee gekauft beim DM.
Genauso wie meinen Fruchttiger, den ich fast ausgetrunken habe. Hier raschelt's, der Hund schaut schon. Das ist eigentlich für meinen Mann. Nicht Zwiebelringe, wie heißt das? Röstzwiebeln. Genau. Ich habe auch was für einen Chaplin, aber das darfst du noch nicht sehen. Ich muss aber erst das Schild abschneiden, wenn es eins hat. Dabei. Nicht schauen! Okay, Moment. Wo stelle ich euch denn jetzt am besten hin? Dass ihr das schön seht. Brauchen wir mal ein Stativ. Also, ich sage euch eins. Die IKEA-Spielsachen sind die besten Hundespielsachen, die es gibt. Die halten alles aus. So, Chaplin, komm mal her. Geh mal daher. Genau, warte. Hierher. So, und jetzt sitz. Und jetzt warte. 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 Seht ihr ihn? Ja, sitz. Ist da was für dich? Jetzt müssen wir erstmal abschnüffeln. Sie sind feiner, Teddybär? Sie sind feiner, Teddybär? Ich glaube, er gefällt ihm. Ja, ich glaube, er gefällt ihm. Wollt ihr mal meinen Hund lachen hören? Ich muss schon gescheit zu beißen. So, also es ist jetzt schon relativ spät. Mein Fokus ist nämlich schon ins Bett gegangen. Wird es jetzt noch was oder muss ich die Kamera jetzt noch starten? Etwas besser. 8 Uhr. Ich muss jetzt mal den Geschirrspüler ausräumen. Ich habe ja jetzt schon gegessen. Jo. Und dann würde ich jetzt noch ein Video schneiden. Schaut mal, was ich auch noch gekauft habe. Das habe ich jetzt gerade vergessen, weil ich abgelenkt wurde. Das ist die beste Schoki der Welt. Ich glaube, die nehme ich morgen auch mit. Ich denke nicht, dass ich morgen vloggen werde. Also morgen ist die Beerdigung. Ich bräuchte eigentlich noch einen Vlog. Mal gucken. Ach genau, was ich auch nicht mit hochgenommen habe, einfach weil ich keine Hand frei hatte, ist, oder besser gesagt, sind die zwei Kissen, die ich gekauft habe. Boah, meine Augenbrauen sind heute echt dunkel, ne? Die zwei Kissen, die ich gekauft habe für den Flur, die sind noch im Auto, haben nicht mehr in meine Stofftasche gepasst. Ja, jetzt räume ich hier mal aus, schreibe meinem Mann zurück. Ich will immer noch Freund sagen. Heute ist mir aufgefallen, dass an meinem Posteingangsfach in der Arbeit, also Papier-Posteingangsfach in der Arbeit, hängt immer noch mein alter Nachname. Und das ist mir jetzt aufgefallen, nach 8 Monaten Ehe. Auf meinem Parkausweis steht auch noch mein alter Name. Sollte ich vielleicht mal ändern lassen. Aber auch mein PC-Benutzer ist mein alter Nachname. Meine Kennung für die Software ist mein alter Name. Also ich werde den, glaube ich, niemals loswerden. Solange ich beim gleichen Arbeitgeber bin, werde ich niemals meinen Nachnamen, meinen alten, loswerden. Ich spiele jetzt nochmal ein Spiel mit dem Hund. Und zwar habe ich hier ein Handtuch. Das habe ich euch aber auch schon mal gezeigt. Und dann nehme ich ein Stückchen Trockenfutter oder ein Leckerli oder was auch immer ihr habt. Tue es ins Handtuch, also hier liegt es, ne? Könnt ihr sehen. Und dann wickle ich das irgendwie so ein bisschen ein. So, und dann kriegt das der Hund und muss es ausbuddeln. Kannst du einen Sitz? Alles. Und dann ist der Hund jetzt erstmal beschäftigt. Ja, und dann wird's beschäftigt.
Hi Leute, es ist schon geschmeidige 22 Uhr und du könntest mal mich fokussieren. So, da hat sich der Akku auch verabschiedet gehabt. Ich habe jetzt noch ein Video geschnitten, das Titelbild gemacht, die Infobox. Wer muss immer mitgehen, wenn ich gehe? Es ist 1:01. Und in einer Minute sollte ich eigentlich im Bett sein. Ich gehe jetzt mal mit dem Hund raus und mache mich bettfein. Wer von euch sagt auch bettfein? Oder ist das wirklich nur was, was man zu Kindern sagt? Ich habe das mein Leben lang gesagt und mein Mann fand es am Anfang sehr ulkig, weil er hat irgendwas anderes gesagt. Ich habe halt immer gesagt, ich gehe mich ins Bettfein machen und das fand er immer amüsant, weil es anscheinend Kindersprache ist. Ich sage das immer noch. Ein fest integriertes Wort in meinem Wortschatz. Ich schulde euch noch eine Videofrage, oder? Zumindest, wenn ich jetzt nicht völlig alles verloren habe. Wie schaffst du es immer, produktiv zu sein? Was machst du, wenn dir wirklich mal mega langweilig ist und niemand, inklusive Männlein, keine Zeit für dich hat oder einfach nicht zu Hause ist? Okay, jetzt sehe ich aus, hätte ich geweint. Habe ich nicht. Ich gähne nur. Also, mein Geheimtipp, der wahrscheinlich vielen nichts bringt, für produktiv sein ist Vloggen. Weil wenn ich Videos filme, dann denke ich mir immer, okay, jetzt muss ich irgendwas machen, damit ich irgendwas filmen kann. Und dann mache ich einfach irgendwas und so kommt eins zum anderen. Ansonsten halt To-Do-Listen schreiben, nicht zu lange To-Do-Listen schreiben, am besten schon am Tag davor. Und sich auch schon vorstellen, also genau vorstellen, ich stehe auf, dann frühstücke ich, dann mache ich mich fertig, dann mache ich das. Mache ich eine Pause oder gönne mir, was weiß ich, eine Folge von meiner Serie oder, na, wobei, weiß ja nicht, das endet nie gut. Oder, keine Ahnung, gehe mit dem Hund und anschließend steige ich ins Auto, erledige Nummer 3 und dann gönne ich mir vielleicht unterwegs Burger King oder, ist auch nicht so geil, aber halt, wisst ihr, wie ich meine? Also man macht sich einen Plan und zwar auch schon in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Zeit, wie lange es dauert, und zwischendrin in dieser Handlungskette muss man dann immer wieder Sachen einbauen, die man gerne macht, sodass man sagt, okay, ich mache jetzt das, weil danach kann ich das machen. Ja, das ist so. Und wenn mir langweilig ist, also Tatsache ist mir eigentlich seltenst langweilig, weil Langeweile ist das absolut allerbeste für Kreativität. Sobald mir auch nur 2 Minuten langweilig ist, habe ich Ideen. Also ich weiß nicht, ob das nur ich bin, aber ich glaube, das geht eigentlich vielen so, wenn man es jetzt nicht gerade völlig niedergemacht hat mit Surfen und Fernsehschauen, wenn man seinen Geist halt kreativ fördert. Also sobald, wenn ich wirklich gezwungen bin, nichts zu tun, zum Beispiel auf Reisen, ja, also ich meine jetzt nicht, wenn ich in einem Land bin und dort reise, sondern diese Hinreise oder so, also ich sitze oder pendeln zum Beispiel, ja, sitze im Bus oder im Zug oder so und mache nichts. Und ich bin gezwungen, mich zu langweilen, weil zum Beispiel auch ich fahre mit dem ICE nach Norddeutschland und habe auch kein Handyempfang, kann nicht surfen. Und dann sitze ich da, ohne Strom, ohne Handy, maximal noch mit Musik und denke mir, okay, fuck, jetzt ist mir langweilig. Ich habe im besten Fall noch nicht mal ein Buch dabei. Und dann ist mir wirklich langweilig. Und das sind die besten Momente, die kreativsten Momente in meinem Leben. Dann meistens packe ich meinen Laptop aus, wenn ich ihn dabei habe. Und dann schreibe ich Blogposts ohne Ende. Ich habe nicht mal wirklich einen Blog, aber wenn ich da sitze, dann sprudelt es aus mir raus und dann, ich könnte Romane schreiben, ich könnte Strategien entwickeln, ich könnte alles tun. Also mir ist gern langweilig, weil ich dann immer so kreativ bin, aber das Problem ist, mir ist eigentlich nie langweilig, weil ich so viele Sachen habe, die ich gern machen würde. Also sowohl To-Dos als auch Hobbys. Ich habe ja mir Stifte und Gott weiß nicht was alles für Malen und Zeichnen geholt, habe es nicht gemacht. Ich habe ein Scrapbook da oben, was mich anlacht, was fertig gemacht werden will, was ich nicht gemacht habe. Ich habe tonnenweise Bücher, die ich lesen muss, will. Ich habe so viele Sachen. Mein Hund könnte sich 24/7 mit mir beschäftigen. Also der ist immer bereit für Spiel und Spaß und rausgehen und das Fotografieren. Ich könnte den ganzen Tag fotografieren, damit würde ich wunderbar meinen Tag rumkriegen. Also sucht euch einfach Hobbys. Oder wenn Langeweile, dann halt so richtige Langeweile. Also wirklich dann halt ohne TV, ohne Handy, ohne digitale Geräte, ohne Buch, nur mit Block und Stift zum Beispiel. Und dann kommt die Kreativität. Kann ich euch fast garantieren. Ja, also, wie gesagt, mir ist nie langweilig. Zu viele Ideen. Zu viele Pläne. So, jetzt gehe ich aber mal ins Bett. Meine Videofrage für euch heute ist ja dieses Bettfein. Ob ihr das, kennt ihr das? Oder was sagt ihr, wenn ihr euch abends fertig macht? Sagt ihr ein anderes Wort dafür?
Vielleicht bin ich auch nur komisch. Okay. Ich mache mich jetzt Bett. Fein. Bis morgen. Adios. Danke fürs Zuschauen. Oh, das war daneben.